Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Kim. Was war das für ein schlimmes Spiel, Leute, von Deutschland hier im ersten Gruppenspiel? Das war ja nicht normal, Leute. Das hätten wir. In der zweiten Halbzeit war es ein Blackout von Deutschland. Blackout, Leute. Komplettes Blackout. Und ich habe jetzt die Mannschaft radikal einfach ends gemacht. Verändert, Leute. Komplett verändert. Ein paar Spieler habe ich doch noch während der Pause kurz. Habe ich noch nur zwei Spieler habe ich noch rausgenommen und zwei neu genommen, Leute. Weil es einfach zu nervig war, Alter, zu heftig war. Alter, Wales und Ägypten haben die erste Spiele gewonnen, was heftig ist, wenn man mal ehrlich ist, Leute. Muss man schon sagen. Die ersten, oh, Wales, okay, Alter, ja. Aber das Schweden, auch Schweden, ach, verliert, Alter, das ist schon unglaublich. Okay, ein Vorteil, Vor- und Nachteil für Vorteil ist es. Ein Vorteil ist es, die. Ach, aber Vor- und Nachteil ist es, Leute. Deutschland kann, es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden, Leute. Aber schon abnormal. Aller Deutschland führt, das Tor ist sowas von wichtig jetzt, Leute. Sowas von wichtig. Aber es war auch im ersten Spiel war das Problem, Leute. Wir haben ein Tor geschossen, dann haben wir aber nicht besser gespielt. Alter, gut, so muss man spielen, Leute, so muss man spielen. Alter, Manometer. Aber ich glaube, es ist besser, wenn Müller im zentralen Mittelfeld spielt, auf der Außenposition, Leute. So kann er bedeutend besser seine Dinge schaffe, Leute, durch. Okay, ein Vorteil ist es jetzt, Leute. Deutschland hat jetzt ihre, was sie die drei Tore kassiert haben.
Jetzt sind sie wieder pari pari und das ist ein Vorteil. Und jetzt müssen wir gucken. Und jetzt müssen wir auch ein bisschen hoffen, dass Schweden verliert, Leute. Das wäre natürlich wichtig. Das wäre natürlich wichtig, wenn Schweden... Wenn Schweden gewinne, verliere würde, das wäre natürlich das Beste. Aber wie es aussieht, Leute, haben wir die Mannschaft jetzt gefunden. Aber Alter, Ägypten gewinnt gegen Schweden? Und Deutschland macht schnell zwei Tore. Okay, die Mannschaft funktioniert besser jetzt, glaube ich, Leute. Zwei-Null, okay, wäre halt gut, noch ein drittes, viertes Tor zu schießen, Leute. So, jetzt ruhen wir uns erstmal ein bisschen ausfinden. Okay, aber dass Schweden gegen Dicke verloren haben, alter Schwede. Okay, Leute, kann ich verstehen. Kann ich jetzt verstehen, warum die verloren Schweden. Unsere Abwehr funktioniert irgendwie nicht. Mama, guck mal kurz. Unsere Abwehr funktioniert nicht, Leute.
Junge, Junge, wir müssen jetzt bange, Leute. Deutschland muss bange, um hier den Sieg hier zu holen noch. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ja, das muss Deutschland bange heute. Ob Deutschland dieses Ding gewinnen kann. Mann, oh Mann, wir brauchen die 3 Punkte. Die 3 Punkte brauchen wir so unbedingt. Die müssen wir schaffen. Wir müssen gegen Ägypten gewinnen. Sonst, Alter, dann können wir heimfahren, Leute. Dann können wir verdient nach Hause fahren, Leute. Verdient. Das ist doch nicht normal, Leute, gegen Ägypten so ein Spiel abzuliefern, Leute, gegen Ägypten, Alter. Alter, so ein Spiel abzuliefern, Leute, das ist ja nicht normal, Leute. Das ist nicht normal, Leute, was? Ja, ich wechsle noch nicht aus, Leute. Ich warte noch ein bisschen. Und das, Alter, das Alter Schwede, was ist denn heute los mit Deutschland? Alter Schwede. Entschuldigung. Was ist mit Deutschland heute los, Leute? Alter Schwede. Was sind das für ungenaue Pässe? Was sind das für ungenaue Pässe, Leute? Substitution for Germany. Coming off the pitch, number 14, Marco Reus. To be replaced by number 6, Sami Khedira.
Die Weltmeisterschaft, die wird ja richtig grottig. Alter, warum funktionierten die so gar nicht mehr heute? Man meint gerade, die Deutschen sind echt überhaupt nicht eingespielt. Man merkt, Alter, das ist schon nicht mehr normal, wie. Alter, da steht wieder keine. Alter Schwede, jetzt wieder ein Konter. Alter, Deutschland muss irgendwie diese Halbzeit überstehen, Leute. Und irgendwie hoffen, dass wir heute gewinnen, Leute, die 3 Punkte. Dass wir heute die 3 Punkte holen und uns irgendwie durchmogeln. Irgendwie durchmogeln. Und es ist aber eigentlich, Leute, ist es auch nicht gut, so durchzumogeln, Leute, aber. Und es ist immer in der zweiten Halbzeit baut Deutschland ein. Man meint gerade, die halten nur eine Dreiviertelstunde durch. Man meint gerade, die Deutschen halten nur eine 45 Minuten durch. Alter, was spielt Deutschland für einen Schlappen heute zusammen? Leute, Leute, was ist denn heute mit Deutschland los, Anne? Abseits. Noch 5 Minuten plus Nachspielzeit, Leute. Alle die Ägypter stehen überall so, wo die Deutsche. Wo die Deutsche hinpassen, da stehen die. Da stehen die Ägypter. Und das ist abnormal, Leute. Drei Minuten werden nachgespielt, oh Mann.
Alter, ein Un. Ach, oh Mann. Ein Zittersieg, Leute. Ein Sieg, der eigentlich nicht verdient ist, wenn man ehrlich ist. Er ist nicht verdient. Deutschland hat hier eigentlich Glück gehabt am Ende. In der zweiten Halbzeit haben die Deutsche Glück gehabt. Aber naja, wir haben zumindest 3 Punkte. Aber so dürfen wir gegen Schweden echt nicht spielen, Leute. Wenn wir so gegen Schweden spielen, können wir einfach, finde ich, oder Leute? So brauchen wir gegen die Schweden nicht zu spielen, Leute. Und Wales hat gegen Schweden gewonnen. Oh, das ist wichtig, Schweden. Die haben gewonnen. Okay, das ist wichtig. Die Schweden haben verloren. Alter Schwede, hoffen wir mal, dass wir das Spiel gewinnen. Leute, was ist denn da los mit euch, alter Schwede? Das ist so schwierig, alle. Ja, das ist wirklich sowas von heftig, finde ich, oder Leute? Muss man sagen, alle. Was ist jetzt los? Geht sie mir weiter? Hallo? Was ist denn jetzt los? Hallo? Hä? Was ist denn jetzt los? Hallo? Hä? Hängt sie jetzt das Spiel? Oh Mann, Leute, sieht so aus, dass das Spiel hängt. Aber ich dir dann sage, wir machen jetzt eine Pause. Somit sagt euer Peter Gaming tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.